Die Omnibusverkehr Oberland GmbH, kurz OVO, hatte am Donnerstagmorgen zu einem ganz besonderen Tag eingeladen. Und fast 300 Grundschüler aus dem Saale-Orla-Kreis waren dem Ruf zum Betriebsgelände in Oettersdorf bei Schleiz gefolgt. Ein spannender Vormittag mal fern der Schulbank erwartete die Kids hier zum Verkehrssicherheitstag. Nach dem großen Erfolg 2010 hat man sich zu einer zweiten Auflage in diesem Jahr entschieden. Die Veranstalter wollen den Schülern dabei nicht nur viel Spaß bieten, sondern Vermittlung von Wissen und Fertigkeiten standen da im Vordergrund. Wir möchten den Kindern auf eine Art beibringen, mit Verkehrssituationen, mit Gefahrensituationen umzugehen. Und das sind Viertklässler, die lernen da, indem sie selber Spiele mit durchführen, gerade von der Verkehrswacht aus. Sie lernen Rettungsfahrzeuge kennen und dann auch den praktischen Einsatz, wie ein Verkehrsunfall überhaupt ablaufen kann. Bevor es aber soweit war, den Tag mit einer großen Inszenierung abzuschließen, gab es noch viel zu entdecken, erleben und erfahren. So war zum Beispiel der DRK-Kreisverband Saale-Orla mit einem Krankenwagen vor Ort. Dort wurde den Kids erklärt, welche Geräte es in so einem Fahrzeug gibt und welche Funktionen sie haben. Spannender als Zuschauen und Zuhören war dann nur noch das Ausprobieren. Gleich nebenan durften die Schüler auch mal in einem modernen Polizeiauto Platz nehmen und mit auf Verkehrssünderjagd gehen. Dabei hat die Polizei bei Kontrollen natürlich die Autos der Erwachsenen im Visier. Die Kinder durften sich zum Verkehrssicherheitstag auf dem Fahrrad mit dem Laser blitzen lassen. 21. Neben Polizei und Rettungsdienst waren auch die Kameraden der Feuerwehren Knau und Moosbach bei dieser Veranstaltung dabei und erklärten den Viertklässlern fast jedes Detail ihrer Einsatzfahrzeuge. Ebenfalls an einer Station vertreten war die Landesverkehrswacht Thüringen. Wer hier eine spezielle Brille aufsetzte, konnte erleben, wie Alkohol und Drogen die Sinne vernebeln und zur Gefahr werden. Nicht ganz ungefährlich dürfte es auch sein, wenn man sein Fahrrad nur schlecht beherrscht. Im Parcours der Jugendverkehrsschule konnten die Grundschüler Motorik und Gleichgewichtssinn unter Beweis stellen. Während sich hier jeder allein auf seine Fähigkeiten verlassen musste, war an einer anderen Station echte Teamarbeit gefragt. 15 Kinder zogen hier auf Zeit einen 13-Tonnen-Bus. Für die schnellste Mannschaft winkten dabei Preise. Ebenfalls um einen Bus drehte es sich ein paar Meter entfernt. Hier kam es aber aufs Wissen an, wie man sich in einem Bus im Alltag richtig verhält, aber auch was in Gefahrensituationen zu tun ist. Bei den ernsten und wichtigen Dingen sollte aber auch der Spaß nicht zu kurz kommen und so durften die Kids gleich nebenan einen Bus mal ganz bunt bemalen. Ich befinde mich hier in Oettersdorf auf dem OVO-Gelände und hier hinter mir ist ein Busunfall. Nach zwei Stunden an den verschiedenen Stationen sollte der Verkehrssicherheitstag dann seinen spektakulären Abschluss finden. Anhand eines simulierten Unfalls mit Verletzten stellte man eine gesamte Rettungskette dar. Eine gute halbe Stunde dauerte die Rettungsaktion und für die Grundschüler ging damit in Oettersdorf ein spannender Vormittag zu Ende, an den sie sicher noch eine Weile zurückdenken werden. Der dritte Verkehrssicherheitstag kommt aber bestimmt.